jetzt sind wir also in unserem Außenlager angekommen. Hier sammeln wir diejenigen Arbeiten an, die gerahmt sind, im Gegensatz zu den Arbeiten, die im Depot der Südhalle oben unterm Dach ungerahmt in Schubladen liegen. Wir haben jetzt hier ungefähr 2.500 Arbeiten, die gerahmt sind und die natürlich alle verpackt sind. Die müssen verpackt sein aus dem einfachen Grunde, weil es immer Staubpartikel in der Luft gibt und diese Staubpartikel haben die unschöne Angewohnheit, durch die Rahmen durchzukrabbeln und sich auf der oberen Schicht der Fotografie abzulegen, und das wollen wir unbedingt verhindern. Zunächst mal ist es natürlich auf den ersten Blick ein ziemliches Wirrwarr, ein für den Betrachter, der nicht eingeweiht ist, erstmal ein Durcheinander von Bildern, die unterschiedlich abgelagert sind, aber auch von Kisten, von Wagen und so weiter. Wir haben hier eine Arbeitsfläche zum Arbeiten, das heißt, da werden die Bilder ein- und ausgepackt, für den Versand fertig gemacht, beispielsweise im Falle von Leihverkehr in Bubblefolie eingeschlagen und dann in Kisten verpackt. Und wir machen jetzt mal einen Rundgang durch das Lager und klären die ganze Sache ein bisschen auf. Das hat nämlich sehr wohl eine eigene Ordnung, mit der ich dann arbeite. Wir haben hier Bilder gesammelt in unterschiedlichen Formaten auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Und die Bilder sind, wie man schon sehen kann, abgelegt wie in einer Bibliothek. Das heißt, sie sind aufrecht gestellt, immer Gesicht an Gesicht und Rückwand an Rückwand, so dass nichts passieren kann. Die Bilder sind so abgestellt, dass man sie auf jeden Fall immer identifizieren kann, weil das ist natürlich die Grundlage, auf der Basis arbeite ich, damit ich die Bilder überhaupt wiederfinde. Und dazu gibt es ein ganz festes System innerhalb dieser Regalverbände. Herr Gundlach hat ja als Modefotograf gearbeitet, und als ich das Depot vor jetzt fast 9 Jahren angelegt habe, habe ich mir überlegt, wie werde ich eigentlich mit diesen unterschiedlichen Formaten und mit diesen Massen von Bildern fertig, und habe mich dann dazu entschlossen, das Ganze in unterschiedliche Formatgruppen einzuteilen. Und wegen des Bezugs von Herrn Gundlach zur Modefotografie habe ich mich dann entschlossen, das in unterschiedlichen Formaten zu machen, die Kleidergrößen entsprechen. Wir haben also das Format XS, S, M, L, XL und XXL. Und dementsprechend sind die einzelnen Bilder sortiert. Was man sehr schön sehen kann, ist erstmal nach der alphabetischen Durchordnung der gesamten Regale. Jedes einzelne Bild ist gekennzeichnet und hat einen Aufkleber außerhalb der Verpackung, der so mittlerweile sitzen sie fast alle in gleicher Höhe, damit ich es noch schneller wiederfinde. Und diese ganzen Bilder haben also eine individuelle Kennzeichnung, nämlich eine Nummerierung, die ich dann auch in meinem Büro in der großen Datenbank habe. Jetzt haben wir hier mal so ein Bild. Dann nehmen wir mal dieses hier. Das ist also eine ganz spezielle, eine ganz besondere Fotografie. Eine der ältesten, die Herr Gundlach im Bestand seiner Sammlung hat. Wir sehen uns das jetzt mal an, dieses Bild. Das ist also eine Salzpapierkopie, eine Kalotypie für eine Ausstellung, für die Ausstellung 2006, The Heartbeat of Fashion, haben wir diese Kopie gerahmt, diesen Abzug gerahmt. Und wenn man mal genau hinschaut, dann entdeckt man, dass hier der Herr Gundlach eine ganz wunderbare Auswahl für die Rahmung veranlasst hat. Das sind nämlich Bilder, die alle an verschiedenen Punkten auf der Rückseite in die Rahmenrückwand direkt fixiert vorliegen und dann von einem Passepartout gerahmt werden, sodass ein relativer Zwischenraum zwischen der Glasabdeckung und dem Abzug entsteht, und der Print hängt sozusagen frei. Er kann sich entwickeln, das heißt, auch wenn er wellig ist am Rand, werden diese Wellen mit abgebildet. Es werden alle Ecken mit abgebildet, das heißt auch, wenn Beschädigungen an diesem Print sein sollten, was kein Wunder nimmt, der ist 1843 entstanden und hat natürlich schon seine Zeit sozusagen überlebt, dann werden diese Sachen mit abgebildet und sind bei der Rahmung und dann später auch natürlich in der Ausstellung sichtbar.
Das ist jetzt mal ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein solches Bild in Transport geht, wenn wir das ausleihen an ein Museum, was weiter entfernt ist. Vor uns steht, in Bubblefolie verpackt, vielleicht kann man das Motiv erkennen unter diesem ganzen Verpackungsmaterial aus Bubblefolie und diesen beiden Sicherungsleisten, die dann auch wieder schön abgeklebt sind mit Polystyrol. Das ist die Dovima mit den Elefanten von Richard Avedon. Das ist eines der teuersten Bilder, die wir überhaupt in der Sammlung haben. Und wenn wir also mit solchen Bildern dieser Größe arbeiten, arbeiten wir meistens zu zweit natürlich, weil das kann man alleine gar nicht so verpacken. Beziehungsweise dann kommt auch die Transportfirma und verpackt das nach meinen speziellen Wünschen und Anforderungen, die ich dann an das Bild und die Verpackung stelle. Ihr habt also jetzt einen ganz exklusiven Blick hinter die Kulissen bekommen. Ihr habt Einblick erhalten in Dinge, die man als ganz normaler Besucher, der sich in einer Ausstellung befindet, überhaupt nicht sieht und auch überhaupt nicht ahnt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es gibt natürlich auch immer wieder Angebote zur Führung in diese Depots und vielleicht könnt ihr die mal wahrnehmen. Aber ich muss mich jetzt verabschieden. Ich will jetzt erstmal noch eine Runde arbeiten gehen.